So, jetzt geht's weiter mit dem 56. Teil des Minecraft-Let's Plays. Ich habe schon ein bisschen was übernommen oder reagiert auf die Lags am vergangenen Tag. Teilweise hätten die ein bisschen Wörter hatte geleckt. Deswegen hatte ich das jetzt versucht zu verbessern. Und jetzt wollte ich erstmal dies hier weitermachen. Diese Abreißarbeiten hier. Diese weiter auszuführen. Oh, hier, Skelett. Das hört man nicht. Jetzt mal die ganze Erde abtragen. Jetzt bin ich jetzt durch. Hier ist es schon mal weggegraben. Das sieht das schon mal besser aus. Ich muss natürlich die Steine auch noch alle wegmachen. Oh, ich dachte, den hätte ich weggemacht, aber habe ich nicht weggemacht. Na gut. Aber noch die Skelettgeräusche. Hört man immer noch. Und es ist jetzt schon Nachmittag. Na, muss man wieder mal husten. Guck mal kurz, wie weit jetzt die Farm hier ist. Die ist mittlerweile wieder so weit. Also ein paar sind schon fertig, aber noch sollte ich nicht abernten. Wenn die über 80% fertig sind, dann kann man sie abernten. Und ich muss jetzt mal eine neue Spitzhacke machen. Dann könnte ich selber Eisen bauen hier. Sind zwei verschiedene Holzarten, genau, also Holz, Planken, Sticks, und dann kann ich hier erstmal eine weitere Schaufel machen. Weitere Schaufel, weitere Spitzhacke machen. Und das kann ich jetzt erstmal wegpacken hier. Die Erde kann ich auch wieder wegpacken. Also bevor die Sonne untergeht, das dauert ja noch ein bisschen. Ich kann ja erstmal hier zur Truhe gehen. Ich brauche eine zweite, ne? Aber ich kann ja erstmal noch hier ein bisschen weiter abgraben. Und die Schaufel ist weg. Ich habe aber jetzt auch gerade noch eine hergestellt. Wo ist die denn jetzt? Die ist gar nicht mehr im Inventar drin. Wo ist die denn jetzt nun? Oder ist sie einfach rausgeschmissen worden? Aber die ist nicht in meinem Inventar drin. Die ist hier rausgeschnitten. Oder hier reingepackt. Auch nicht, hm? Oder ist die gar nicht hergestellt? Schaufel, die ist merkwürdigerweise nicht im Inventar drin. Also ich hab das jetzt mit dem dritten Mal durchgeguckt, da ist nichts. Das ist normal, dass da... Ah, da ist er. Nervt ihn ein bisschen. Kies. Geht auch hier rein.
Redstone kann hier noch rein. Das kann ich jetzt noch machen. Mit dem Schwert kann ich jetzt mal wieder die Tür umbringen, wenn die gewachsen sind. Stimmt, wird aber nicht gewachsen, das heißt, ich kann die töten. Und dann direkt wieder neue Tür. Da kommt jetzt noch ein bisschen Leder. Ich würde gerne die Tür pulen. So, die müssen noch zusammen. Bei Nacht die Tür sind gezeugt. Ich muss dann noch die Schafe abschneiden. Da können wir uns auch mal bei dem Logo damit bauen mit den Schafen. Guck mal, seit wie lange ich aufnehme. Ich nehme jetzt seit etwa 6 Minuten auf. Zack, da habe ich das so reingeschoben, dass ich das sehen kann. Und jetzt habe ich jetzt mal die Wolle weggepackt und hier passt sie nicht mehr rein. Hier passt sie aber noch rein. Das ist Nacht geworden, das heißt, ich sollte erst mal schlafen. Da will ich jetzt einfach nicht nachlassen. Aber hier liegen auch noch ein paar Sachen, auch ordentlich Sticks hier. Ich habe nämlich massiv übertrieben und hier ist auch alles von der Erde und Stein, aber ich brauche eine weitere Truhe und eine Schaufel nochmal. Ich muss eine weitere Schaufel herstellen. Ich habe zuerst erstmal eine Schaufel und dann noch eine weitere Truhe. Machen wir die Tür zu. Ich glaube, die Sichtweite sollte ich auch jetzt nicht höher stellen, weil sonst fängt es wieder an, das stoppt, also weniger FPS. Zack, so. Kommt alles Erde und Stein hinein. Spitzhacke und Schaufel hier. Hier diese Blöcke ab. Und da ist dieses Loch wiederum. Also da muss ich erstmal zubauen hier. Mit Spitzhacke muss ich dann hier den ganzen Stein rausschlagen, damit ich das Mühe und nochmal bald machen. Projekt, das ich hier jetzt starte. Ich wollte nämlich eine noch größere Pyramide bauen. Aber dann ist die eine da hinten auch noch nicht 100% fertig. Dann muss ich hier auch nochmal Sandstein holen. Und daraus auch mal eine schöne Wohnung aufzumachen auf der Pyramide. Werde ich dann später auch noch beseitigen. So, jetzt müssen wir die Erde, damit ich das hier zubauen kann. Ich baue jetzt mal natürlich nur einen Block dicht. Zack, zu.
bin jetzt bei Teil 56, also wenn ich das noch mache, dann werde ich jetzt vielleicht sonst erstmal einen Part lang aussetzen, damit mal was anderes kommt. Und da wieder Sand holen, wäre vielleicht mal wieder angesagt. Für die Pyramide ist das natürlich gedacht. Das Sand holen. Würde ich die Pyramide, wir werden natürlich jetzt gleich mal zeigen, wie welche, die man die zum ersten Mal sieht. Wenn die jetzt zum ersten Mal sehen. Weil die zum ersten Mal auf meinem Kanal sind, die würde ich dann sagen, die Pyramide muss auch nochmal gemacht werden. Und zwar sieht sie jetzt momentan ja so aus. Von innen sieht das momentan so aus. Die Fackeln hier sorgen dafür, dass hier kein Monster spawnt, aber hier muss mal Sandstein rein. Also hier Sandstein. Ist alles schon schön abgeblättert, aber Sandstein muss noch rein und ich möchte auch weitere Ebenen reinbauen. Dann muss ich noch was machen. Ich kann natürlich auch wieder so eine Ebene abmachen. Bald halt zerbrechen. Warte, wie ist denn jetzt nicht? Ich krieg ihn auch nicht los. Und die Schaufel ist schon wieder kaputt, das heißt, ich muss mir bald eine neue besorgen. Wieder zwei Steaks essen. Da ist natürlich noch genug. Also die Kühe, dass wir den Kühe töten und wieder nachzüchten, das reicht vollkommen aus. Um die Nahrung jetzt auf Dauer zu erhalten. Jetzt müssen wir natürlich erstmal hier. Guck mal, was ich wegschmeißen kann. Die 36 kann ich hier wegschmeißen. Kann ich diese Wolle reinpacken. Bruchstein, das kann ich hier, werde ich da dich reinpacken. Vielleicht mal hier ein Stück Weizen. Zwei Äpfel. Rohes Rindfleisch kann auch mal weg. Oder habe ich noch ein anderes Kuh, wo es drin ist. Ja, hier ist die Leder, das packe ich einfach mal hier rein. Leder ist hier auch noch drin, hier drin. Hier ist auch nochmal Leder, ich kann also hier den Platz einsparen. Das kann ich dann dementsprechend hier reinpacken. Redstone. Aber sonst noch was ich wegpacken möchte, Pilze. Pilze hier nochmal rein. Mal ist hier so in die oberste Ebene rein, mit so herum ist. Hacke habe ich auch noch eine, die packe ich auch erstmal rein. Die sieben wurden verlängt, nehme ich mit. Schere nehme ich mit. Nehme ich mit, Weizenkörner brauche ich nicht. Löwenzahn brauche ich auch nicht. Stock nehme ich mit. Knochen nehme ich mal wegen Wölfen nur zweimal mit. Kohle nehme ich natürlich auch mit. Kompass nehme ich auch mit. Aber die Erde können wir jetzt mal abladen. Die Erde, die ich habe. Also dieses Haus ist auch nicht irgendwie noch nicht eingerichtet, aber es ist eigentlich ja schon fertig gebaut, aber das könnte ich noch mal, müsste ich noch mal einrichten. Und jetzt natürlich hier die ganzen Stein und Erde kommt hier überall noch rein. Das ist ja alles zum Abtragen des Berges hier. Der soll nämlich hier komplett abgetragen werden, bis da hinten hin. Und der soll auf der Seite auch hin. So weit abgetragen werden, das geht ja bis hier ganz. Bis da hinten auf der anderen Seite der Pyramide soll bis hier alles abgetragen worden sein. Und dabei wäre ich zuversichtlich, das vor dem 100. Part zu schaffen. Weil am 100. Part soll nämlich ein Projekt gestartet
gestartet werden. Da war hier auch diese Linie auch abgeschnitten. Das war ja vorher. War ja nämlich hier einfach, ich ging das so oben drüber bei diesem Berg, aber der stört mich und deswegen reiße ich den jetzt hier ab. Könnte ich jetzt hier gleich noch ein bisschen weitermachen. Steine hier schon mal abmachen hier. Und so kann man die schon abbauen hier. Man ist nicht zu schnell dafür. Zack, so ist das hier alles abgebaut. Aber ich muss mir natürlich erstmal noch eine, natürlich den Kürbis da oben, das war auch weg. Ich will natürlich den mal herholen. Und da fällt er jetzt runter. Zack, da ist er jetzt da. Kürbislaterne platzieren. Jetzt mal hier hin. Holzfarben sind die auch noch mal. Nur eine Tür. Da könnte die Schafe auch verschiedene Farben noch einfärben. Sonst da will ich mein Logo dann gelb-rot machen. Wollte natürlich noch zweimal rote Blume. Und die roten Tulpen nochmal, zweimal. Nochmal so. Dann kann ich die Wolle hier rausnehmen. Nehmen wir die Wolle raus. Und dann nehmen wir eine Truhe mit. Eine Truhe soll noch mit. Nehmen wir ein bisschen Holz. Ein Stück Holz mitnehmen hier. Zack. Aber es wird erstmal dunkel, also ich will erstmal vorher noch schlafen. Ich bin jetzt bei 17 Minuten. Zack. Ich wollte das jetzt hier als Schaffarm sozusagen. Da will ich nämlich die Hälfte rot färben und die Hälfte weiß lassen. Na, dann nicht. Könnte ich hier hinbauen. So, setz sie mal hier hin. Und soll hier die normale Wolle, dann die rote Wolle. Setz hier mal die weiße dahin und die rote dahin. Dann werde ich zwei Schafe rot nochmal rot färben. Zack, sind nochmal zwei weitere Schafe rot. Ich kann die ja, hier braucht die ja nicht töten, also hier kann, können die alle am Leben bleiben. Zack. Hier brauche ich nicht töten bei den Schafen. Dann bin ich hier wieder Wolle gesammelt. Ich glaube, ich wollte noch eine größere Schaf haben, um das relativ schnell hinzubekommen. Aber das Ding muss auch noch mal gebaut werden, aber erstmal will ich noch eine weitere Axt machen. Weil meine letzte liegt ja auch schon jetzt an Neige. Aber auch ist noch ein bisschen Holz. Da muss noch was drin sein. Ja, da schon mal 64 Birkenholz. Ah, ich habe ja noch eine Axt. Da ist ja noch eine. Da wollte ich das Birkenholz nochmal hier. Ja, ist das weg. War sowieso schon da rechts noch eine zweite Axt. Oder eine neue Axt gemacht. Und jetzt erstmal die Bäume wieder abbauen. Und jetzt sind nämlich die kaputt. Nach vier Blöcken. Mach jetzt weiter mit dem abbauen. Da kommt man nicht ganz hin, aber die sind ziemlich massiv, solche diese Schwarzeichen. Man wunderbar viel Holz abfahren. Und ich könnte notfalls auf meinen frühen Let's Play gucken, wo die Bäume sind. Ich habe ja auch immer wieder mal die Koordinaten eingeblendet, wie man jetzt hier auch sieht. Und ich werde auch sagen, zum 300 werde ich meine Let's Play-Welt zum Download beigeben.
braucht schon ordentliche Axtleistung. Ja, dieser Baum ist nicht so hoch. Da liegt aber auch eine Menge Holz drin. Sag da schon mal. Fallen schon mal oder zerfallen die Bäume schon mal und geben Lettlinger. Und da sind wieder die Dschungelbäume gewachsen. Allerdings habe ich bei den Dschungelbäumen keine Ersatzsetzlinge. Das heißt, ich müsste dann wieder zu. Wieder ein paar wieder verschwenden, um zu einem Dschungel zu gehen. Das will ich aber nicht. Boah, da fallen schon mal direkt zwei Setzlinge raus. Sieht dann ganz zu Beginn schon mal gut aus. Und jetzt hier die Akazien dran. Die Akazien, die lassen meistens nicht viel fallen. Die lassen, oder die hinterlassen besonders viele Setzlinge. Also Akazien sind auch gut geeignet, um viel Holz schnell zu farmen. Da ist schon auf der anderen Seite ein Eichenbaum. Und der ist noch ein nicht gewachsener Setzling. Da liegt schon wieder, da liegen schon wieder zwei Setzlinge. Also ich habe die Dschungelsetzlinge wahrscheinlich so erstmal mit genug schon wieder. Vier Stück, das würde wieder locker reichen. Wieder Akazien rum. Ich glaube, hier werde ich den Weg auch nochmal ebnen, damit man hier rüber kann. Und hier die Eichen abbauen kann. Akazienholz habe ich auch noch bekommen, muss mir das auch wieder zurück in die Truhe packen. Und der Part wird wahrscheinlich wieder ein paar Minuten länger werden. Ich bin nämlich, ich könnte so um 25 Minuten lang werden. Birken habe ich keine. Und dann Fichten sind sie hier. Die sind Fichten beheimatet. Setze ich mal wieder ein paar Fichten hin. Ein paar Fichten rein und dann hier Birken. Hier Birken rein, die kriegen alle Birken. Willkürlich kommt da Birken einfach draufgesetzt. Eichen habe ich jetzt schon wieder genug. Aber hier diese Eineben oder Ausebenung hier. Hier liegen nochmal Akazien rum. Da liegt noch ein Apfel, den möchte ich mir nicht entgehen lassen. Aber den möchte ich jetzt gerade nicht essen. Akazien-Setzling kommt ja natürlich auch noch rein. Oh, da liegen aber einige Dschungeldinger rum. Ein Stück habe ich mal hier. Setze ich die mal hier wieder rein. Dschungelsetzlinge. Und ich hoffe mal, dass der Fall euch gefallen hat. Dann zeigt mir einen Daumen nach oben, teilen, kommentieren und gerne auch ein Abonnieren. Jetzt sammle ich hier nochmal die letzten Dinge auf und werde den Part damit beenden. Bis zum nächsten Part. Ciao.